So, hallo erstmal. Ich zeige euch heute, wie ihr drehende Objekte oder Symbole oder Logos in Video einfügen könnt. Dazu nehmen wir Sony Vegas und wir brauchen Google SketchUp. Also ich mache es mit Google SketchUp, weil ich meine eigenen Objekte oder Bilder halt eben sich drehen lasse und genau. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie es am Ende ausschaut und schaut dann so aus. Das seht ihr dann gleich. Hier dreht sich so ein kleiner Kreis da unten, da steht drauf TP. Das ist ein anderes Video aus YouTube von mir. Genau. TP, das dreht sich so. Das wollen wir heute machen. Natürlich kann man auch machen, dass es sich überschlägt oder diagonal dreht. Oder man kann auch Bilder reinmachen. Ist egal. Okay. So. Also als erstes Mal brauchen wir Google SketchUp. Ist eigentlich egal, was für eins. Hauptsache Google SketchUp. So, Vorlage ist egal, einfach mal. Okay, so. Jetzt brauchen wir irgendein Objekt, was weiß ich. Schauen wir mal, ich nehme mal Komponenten. Gehen wir mal, was weiß ich. Auto. Es ist jetzt mal egal, nur erstmal, um euch die, ich sag mal, die 3D-Variante vorzustellen. So. Nehmen wir die Karre hier. Nissan 370, glaube ich, oder? Ne, das ist das. Ach, ein Skyline. Naja, wurscht. So, gut. Den lassen wir jetzt mal weiß. Oder? Hier wäre eine Farbe, weiß nicht. Geht das? Schauen wir mal. Mal rot. Ne. Dafür ist er zu blöd. Okay, also wir lassen ihn weiß und so, jetzt haben wir hier unser Auto oder unser Objekt. Es ist mal egal, wir brauchen erstmal nur ein Objekt. Gut, das setzen wir jetzt irgendwie in die Mitte von unserem komischen Quadrat hier und dann, ach, jetzt muss ich, ach, verdammt. Jetzt sieht ein Kreis, ja, also wir brauchen einen großen, großen Kreis. So. Je nachdem, was das Auto für eine Farbe hat, müsst ihr auch die Farbe des Kreises dann auswählen. Also seht ihr gleich. So, das setzen wir jetzt ungefähr in die Mitte. Kackdreck. So. Okay, es geht nämlich jetzt darum, also jetzt gehen wir mal schnell in Sony Vegas, dann kann ich euch das mal zeigen. Es ist nämlich so, wenn ihr habt Grundfarben, ist glaube ich blau, gelb und rot. Schauen wir mal. Blauer Bildschirm. Grüner Bildschirm, roter Bildschirm, rein grüner und rein blauer Bildschirm. So, wir müssen jetzt praktisch, also hätten wir jetzt ein blaues Auto, machen wir es mal so. Moment. Ich kann das nicht rüberziehen hier für die Hälfte, weil sonst verschwindet das da drüben. Anderen Bildschirm. Okay, so, das Auto und jetzt machen wir erstmal hier einen fetten Kreis, ja, einen Zylinder. So, jetzt nehmen, also das Auto ist weiß und jetzt schauen wir mal, ob da noch irgendwelche anderen farbigen Teile am Auto sind. Soweit ich gesehen habe, nur die Bremsen, die sind gelb. Ah, das hier ist zum Beispiel rot. Würden wir jetzt
einen roten Bildschirm. Also wir machen jetzt den Kreis außenrum, machen wir jetzt blau, ja. Den machen wir jetzt komplett blau. Weil wir müssen das Blau nämlich dann später wegschneiden. Ihr seht ja auch gleich warum. So. Der ist jetzt blau. Setzen wir das Auto noch ein bisschen weiter hoch. Sollte ungefähr in der Mitte sein. Okay. Würden wir jetzt zum Beispiel, also wir werden nämlich, wir drehen jetzt die Kamera praktisch um das Auto und dann nehmen wir das mit SketchUp auf. So. Also ich zeig's gleich. Würden wir jetzt einen roten Hintergrund nehmen und in Sony Vegas einen roten Bildschirm, weil das rote wird dann, oder je nachdem das blaue, wird dann weggeschnitten, hätten wir zum Beispiel keine roten Lichter, die wären dann durchsichtig. So, gut, jetzt haben wir hier das Auto und jetzt machen wir erstmal, das können wir jetzt erstmal wegmachen. So, Auto. Jetzt machen wir Folgendes, jetzt gehen wir hier auf Ansicht, Animation, Szene hinzufügen. So, das ist unsere erste Szene. Und jetzt müsst ihr, jetzt drückt ihr das auf das Mausrad drauf und dreht einmal 90 Grad zum Auto. So, jetzt macht er wieder bearbeiten. Animation, Szene hinzufügen. So, und immer schauen, dass ihr gerade mit dem Auto bleibt. Dann macht ihr das gleiche wieder. Ihr könnt natürlich auch gleich einmal rum oder halt einmal 180 Grad. Nur manch, also bei mir war es da, da ist zum Beispiel jetzt ein schwarzer Strich drin da hinten, ja. Den lasse ich jetzt mal drin, den Strich. Seht ihr dann nachher, was so passiert, wenn da ein schwarzer Strich mit drin ist. Und die letzte Szene, wie es dann bis hierhin geht. So, gut, jetzt haben wir hier, jetzt schauen wir uns das mal an. Erste Szene. Die spielen wir jetzt mal ab. Das ist jetzt praktisch unser Objekt, das sich dreht. Das Objekt bleibt stehen, aber wir drehen die Kamera. Und im Video schaut es dann so aus, als würden wir, als ob's, also als ob sich das Objekt drehen würde. So, jetzt braucht ihr Snagit oder Fraps. Oder, also halt, ich weiß nicht, ihr braucht auf jeden Fall ein Programm, mit dem ihr nur einen bestimmten Bereich aufnehmen könnt. Ist egal, was für ein Programm, solange ihr nur einen bestimmten Bereich aufnehmen könnt. Okay, ich habe gerade gemerkt, ich habe hier gerade ein, also mein Tutorial-Video am Laufen. Deswegen kann ich nebenbei jetzt kein zweites machen. Ich versuch's mal mit Fraps. Vielleicht geht das auch. Schauen wir mal. Nein, sieht nicht so aus. Okay, ihr braucht ein Programm, was wie gesagt, also hier steht All in One, kann man nur einen bestimmten Bereich auswählen. Ich nehme das jetzt auf, also das heißt, ihr zieht dann praktisch mit dem hier, also ihr klickt da drauf, und dann könnt ihr einen Bereich auswählen, den ihr aufnehmen wollt. Das mache ich jetzt mal schnell und dann bin ich gleich wieder da. So. Wieder zurück. Ich habe jetzt das aufgenommen. Das sieht jetzt so aus. Also, ich habe die Animation abgespielt und dann hat sich diese Kamera, wo wir waren, haben sich gedreht. Also hat sich gedreht dann. So.
Jetzt haben wir aber hier, ich weiß nicht, man hat es gerade gesehen. Hier, da ist jetzt. Moment. Hier rechts vom Auto ist ein schwarzer Strich. Wahrscheinlich habe ich jetzt Ketchup irgendwo ein Ding vergessen. Ach nee, das ist der Strich von der von so einer XYZ-Koordinate. Okay, ja, das wollte ich noch sagen. Ihr müsst halt schauen, dass ihr diesen komischen Kreisel vor diesen Koordinaten platziert. Sonst habt ihr diese Striche da drin. Okay, gut. So. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr natürlich wollt, dass sich das Auto überschlägt oder so, müsst ihr praktisch jetzt den Boden blau machen und die Decke. Oder ihr dreht das Auto einfach passend hin, dass ihr solche runden Wände habt. Und ihr setzt es in eine Kugel rein oder so. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, sollte aber auch gehen. Und dann dreht ihr halt praktisch die Kamera dann so um das Auto rum. Ja. Und diagonal ist es derselbe Schmal. Müsst ihr halt dann die Kamera passend diagonal drehen, dass es sich so, also so, so, so. Ist halt so eine Sache, ne? Aber ich schätze mal, das bekommt ihr auch irgendwie hin. Gut. Das speichern wir jetzt mal, weil es kann nämlich sein, dass. Es kann nämlich sein, dass der dann das Blau nicht wegschneidet, weil da so ein schwarzer Strich drin ist. Oder er schneidet das Blau nicht we mit weg, weil der Strich ja auch blau ist. Nur wir sehen ihn jetzt gerade schwarz. Vielleicht ist er auch schwarz. Keine Ahnung. Okay, jetzt gehen wir in Sony Vegas rein. Machen wir erstmal eine neue Datei. Frisches Sony Vegas hier. Jetzt suchen wir es bei irgendeinem Video raus. Das ist jetzt mal egal. Irgendein Video. Schauen wir mal, was wir da gerade so zur Verfügung haben. Nein, nicht Netzwerk. Hier, das ist zum Beispiel. Bei einem Bild ist es natürlich das gleiche, ja. So, aber wir machen das bei den Videos selbst in der Sache. Nehmen wir mal ein Tutorial von mir, irgendeins. Was ist das für eins? Was mache ich da? Ach, Skripten, keine Ahnung. So, das kürzen wir jetzt mal so ein bisschen was. So, gut, jetzt haben wir hier unser Video und jetzt machen wir erstmal Rechtsklick, Video Track einfügen. So. Jetzt klicken wir wieder auf und jetzt holen wir uns unser Video rein, was wir gerade gemacht haben von dem Auto. Ach, also, Spock. Und jetzt tun wir erstmal, also jetzt drücken wir U, also Taste U. Und jetzt haben wir die Musik vom Video getrennt und die Musik schneiden wir jetzt weg, weil die brauchen wir ja nicht. So. Jetzt, ich habe jetzt gerade den Audio-Track gelöscht, ja. Weil wir brauchen ja nur einen. So. Jetzt ziehe ich das mal über das ganze Video und jetzt sehen wir da oben, dass wir das Auto schon mal so weit drin haben. Jetzt muss es aber noch brauchen wir es unten in der Ecke, oben rechts oder in der Mitte, was auch immer. Jetzt gehen wir auf Chroma Keyer bei den Video FX und jetzt holen wir uns unseren blauen Bildschirm. Ja? Den ziehen wir jetzt auf das Auto drauf. So. Und jetzt seht ihr hier oben, wir haben es zwar im Video drin, nur wir haben hier noch einen kleinen Rand. Ja. Jetzt suchen wir uns ungefähr unser Blau raus, was wir haben. So. Jetzt ist der Rand schon weniger geworden. Und dann haben wir hier den niedrigeren Grenzwert. Den machen wir jetzt einfach nach oben. Und schon haben wir unser Auto dort drin. So, wie das, wenn ich jetzt abspiele,
dreht sich unser Auto in dem Video. Wenn wir das jetzt kleiner machen wollen, machen wir einfach Folgendes. Wir klicken auf Event Panorama Grouping. Jetzt haben wir hier unser Auto. Genau. So. Und jetzt scrollen wir weg. Und jetzt, wenn wir das jetzt mit der linken Maustaste anklicken, wir sehen, können wir es dann bewegen. Wenn wir es jetzt größer ziehen, wird das Auto kleiner. Ich weiß nicht, warum die das so machen. Setzen wir es mal hier oben hin. Ach, da ist, das ist dieser Rand von dem Video von mir. Leider weiß ich nicht, wie man den wegbekommt gerade eben. Muss ich noch googeln. Ich habe oder halt YouTube. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne sagen. Wäre sehr hilfreich. So. Setzen wir es mal hier hin. So. Und wenn wir es jetzt drehen, also abspielen, dann haben wir da unser Objekt drin. So. Jetzt haben wir natürlich immer diese... Es hält immer beim Heck an, bei der linken Seite, bei der rechten Seite und bei der Vorderseite vom Auto. Weil wir, also das können wir schneiden, jetzt ist es wieder zurückgesprungen. Um das zu beheben. Da fängt's an. Drückt ihr S, schneidet den ersten Teil mal weg. Und hier hört's wieder auf. Schneiden. Und hier geht's wieder weiter. Schneidet ihr den Teil, wo es steht, schneidet ihr raus. Dann schaut das Ganze schon so aus. Schöner Übergang. Und das gleiche machen wir nochmal, und zwar hier. Das glaube ich, habe ich ein bisschen zu viel weggenommen. Ja, ein bisschen zu viel habe ich jetzt mitgenommen, aber es geht jetzt nur darum, dass sich das so einigermaßen dreht. So, nochmal. Zack. Perfekt. Und hier noch einmal. Das ist immer so ungefähr. Genau, und jetzt fängt es wieder von vorne an. So. Den ganzen Teil kopieren wir jetzt. Steuerung C, Steuerung V. Ich habe eins angeklickt. Shift gedrückt und also ich habe das angeklickt, Shift gedrückt und hier angeklickt, dann habt ihr mich alle markiert. Da habe ich alle mit Steuerung zu C kopiert. So, jetzt dreht sich unser Auto drin. Wir können jetzt natürlich auch Hüllenkurve, also Rechtsheckhüllenkurve einfügen, entfernen, Geschwindigkeit. Jetzt kriegt ihr so einen Balken, da könnt ihr dann die Geschwindigkeit hochsetzen. Allerdings solltet ihr das davor machen, bevor ihr es schneidet, dass sich schneller dreht, weil dann habt ihr nämlich wieder diese Stopper drin. Und das wollen wir nicht. So, jetzt machen wir das, die Hüllenkurve wieder raus. Oder die Geschwindigkeit. Genau, so. Und jetzt tun wir das mal schnell rendern. Die paar Sekunden da. Rendern als Kacke auf dem Desktop. So. Nachteil an der ganzen Sache ist, ihr braucht halt drei Programme. SketchUp, Sony Vegas und Snagit. Also ich mach's mal Snagit. Sony Vegas kriegt man jetzt nicht unbedingt kostenlos. SketchUp schon und Snagit auch nicht. Also, genau. Hier ist zum Beispiel meins aus
ein Video von mir, habe ich dasselbe gemacht. Auch einmal um das Objekt umgedreht. Vorher sah es so aus. Nur da müsst ihr aufpassen, und zwar müsst das Objekt immer im blauen Bereich haben. Also es darf nie irgendwo was anderes an Farbe rausschauen. Da habe ich es einmal 180 Grad umgedreht. Alles gesehen? Moment, nochmal. Gerade war unten ein kleiner Rand. Den wollte ich zeigen. Aber da vorne. Schaut mal unten an den Bildschirmrand jetzt von dem Video. Das sollte man gleich so ein Stück sehen. Ja, jetzt kam es. Egal. So, unser Video ist gerendert. Nö, brauchen wir nicht. Schauen wir uns mal an, unser Kacke-Video. Und tada. Wir haben unser Auto drin. Das gleiche kann ich auch mit einem Bild machen. Nehmt den blauen Hintergrund, setzt das Bild hin und dreht die Kamera ums Bild rum. Wenn jetzt zum Beispiel das Bild auch blau macht, also zum Beispiel wie ich hier, habe ich so einen kleinen Scanner gemacht, also soll es darstellen, ich habe ein Bild gemacht und genau, habe dann ins Bild rein blau gemacht. Jetzt könnt ihr das praktisch in Ding einfügen, in SketchUp, dieses Bild. Kann ich gerne mal schnell machen. Das war ganz schnell. Das ist ganz, ganz fix und so. Datei importieren. So, jetzt habt ihr hier das Bild drin. Das können wir jetzt also sich verfickt groß machen. Und genau, wenn ihr jetzt macht ihr wieder so einen Kreis drum und jetzt könnt ihr das praktisch einmal drehen, auch die Kamera drumherum drehen. Und dann habt ihr da unten, dann habt ihr, und wenn ihr dann das, also den Hintergrund auch blau macht, und ihr fügt dann einen blauen Bildschirm dazu, in Sony Vegas, dann habt ihr praktisch nur diese grünen Striche im Bild drin, ja, die sich drehen. Muss man ein bisschen rumspielen, ist recht interessant. Genau. So schaut das dann aus. Und unser Strich ist nicht mehr mit drin von gerade eben. Der ist weg. Ist gut so. Da, der ist weg. Und jo. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und genau. Im nächsten Video oder so, mal gucken. Da zeige ich euch dann wahrscheinlich, wie es mit dem Bild geht. Wer uns mit dem Bild macht aus Langeweile, was weiß ich. Und jo, viel Spaß noch beim Ausprobieren und tschüss.